Es geht weiter mit Let's Play Sonic Lost World. Und ja, im letzten Part trafen wir auf einen weiteren Setti oder Setti-In oder wie auch immer man das dann nennt. Und die soll der Ansicht, dass Aussehen alles ist. Und wahrscheinlich will sie jetzt hier ihre Rache. Mach Platz, du Yeti-Tussi! Bei unserer letzten Begegnung hast du mir die Nägel ruiniert. Jetzt muss ich nochmal drüber lackieren. Ach du lieber Himmel, ist das dein Ernst? Mhm. Na, das tut mir aber leid. Oh, na, wenn das so ist. Nein, ich meinte, mir tut es leid, dass du nichts Wichtigeres in deinem Leben zu tun hast. Ach, dafür wirst du mir büßen. Sobald meine Nägel trocken sind. Ja, da hat Sonic aber mal recht. Habe ich mich ja im letzten Part ja schon zugeäußert, wie ich ja, was ich davon halte, wenn Mädchen oder ja oder auch Jungs oder allgemein, was sage ich nur von allgemeinen Menschen wirklich bei sich selbst mal anderen auch nur von Aussehen ausgehen. Und das ist das Leben, hältst du schon hier. Und wir fahren hier noch mal kaputt. Ach so. Ach stimmt, so kann das alles kaputt machen. Und die ist jetzt halt da wirklich so ein perfektes Beispiel für. Oh, was machst du da oben? Oh, und was habe ich da jetzt gemacht? Kann ich da irgendwie drauf? Na, scheint... Nee, ist zu knapp. Die Schuhe sind ja wohl total ätzend. Ey, niemand sagt was gegen meine Rennschuhe. Obwohl ich die Schuhe von Shadow noch mal ein bisschen epischer finde. Shadow kommt hier leider nicht vor. So wie eigentlich die meisten Charaktere nicht. Denn er hat ja ganz badass noch solche Antriebe noch an seinen Schuhen dran, mit durch die er noch schneller wird als Sonic. Der hat ja eh diese Chaos-Control-Fähigkeit, mit der er praktisch die Zeit anhalten kann und damit schneller als alles andere ist. Sonic hat diese Fähigkeit zwar auch, für die brauchen die beiden jeweils einen Chaos Emerald, aber irgendwie wurde diese Fähigkeit nie wieder benutzt, warum auch immer. Ansonsten konnte Metal Sonic die in Sonic Heroes mal einsetzen, weil er die Fähigkeit von Shadow kopiert hat. Boah, Sonic Heroes war auch ein verdammt episches Spiel. Habe ich so gesuchtet auf der Gamecube. Auf dem Gamecube meine ich. Scheiße. Ja, ich stand jetzt gerade fast ein bisschen zu lange in den Stacheln, dass die Unverwundbarkeit nachlässt. Okay, ich zähle einfach mal als Glück. Ach, und das käme aus der Himmel geblendet. So, und diese Säure-Dinger. Das ist wahrscheinlich auch eine Anspielung darauf. Komm, wir machen einfach alles kaputt, alle Eisblöcke. Aber ich will auch mal... Ah! Fies! Das ist echt gemein. Das muss doch echt nicht sein, oder? Oh, das war jetzt natürlich nicht so schlau. Aber solange... ich noch mindestens ein Leben habe, ist ja noch alles okay. Du mach keinen Mist. Okay, jetzt bin ich aber direkt hier oben. Das kriegt sich nämlich ganz... Ey, was ist das denn? Hä? Warum kann ich mich da nicht fortbewegen? Ja, keine Ahnung, was das soll. Oh, okay, es hat geklappt. Tatsächlich, da ist ein Leben und da links wäre gar nichts gewesen. Okay. Schnell runter da. Sehr schön. Oh. So. Okay, sind wir doch noch da besser rausgekommen aus dem Fabrikabteil und da geht es wieder dreidimensional. Der Stein hat mich nervös gemacht.
gedacht, ja, Kugel. Ist ja eher eine Kugel als ein Stein. Ernsthaft? Was sagt die Steuerung aber wirklich? Ich bin ja gerade schon so, ja, so gesprungen, aber irgendwie hat das dann ja so seitlich gewertet, obwohl ich eigentlich so nach vorne eher gesprungen bin. Und ganz leicht nach links, aber der geht jetzt mal, ja, gar nicht nach vorne und komplett nach links. Und, oh. Die sollte man lieber meiden. Der springt da auf Eis auch eh mal so ein bisschen doof, so als wenn der Schuh läuft. Ich kann das mal auch verhindern, nämlich aufhöre zu rennen. Aber ich will rennen. Aber na gut, aber aufhören zu rennen, das mache ich auf jeden Fall dann, wenn es wirklich gerade zu schwierig ist. Und ah, das kann man auch aus den älteren Sonic spielen. Diesen Schrauben, den man so betätigen kann, so anrennen kann. Dadurch kommt man dann nach oben. Oder man macht es so wie ich und kommt einfach immer nach unten und fällt in den Tod. Aber ich habe ja noch 22 Leben. Ach, und du gibst ja die ganzen Ringe her, okay. Und ich... Ohne Worte, Mann. Ich kann eigentlich auf der Schraube hier bleiben, oder? Ah, nee, doch nicht. Beziehungsweise ist ja keine Schraube, sondern eine Mutter. So. Und weiter oben ist wieder so ein ringspendierender Gegner, wie es scheint. Ja, da ist er. Der hätte gerne noch ein bisschen länger bleiben können. Wir können mich ja das ganze Spiel lang irgendwie stalken oder so, das wäre richtig geil. Da geht es wieder ins Zweidimensionale. Aber ich mag es auch überhaupt, dass diese Idee, dass, ja, dass eine Eiswelt mit Fabrik gemischt wird. Ja, komm, komm, ich gehe Risiko ein. Nice. So, schnell raus da. Okay, aber es hat funktioniert. Ich glaube, diesen Ring habe ich noch nie geschafft zu bekommen, irgendwie. Hä? Ja, was hat nicht denn dafür? Ich hatte zu wenig Geschwindigkeit. Naja, dann mache ich mal so einen Spin-Rash einfach. Dann sollte ich wieder genug Geschwindigkeit bekommen. So, jetzt hier wieder... so, retten. Ja, es... mitnehmen und dann abhauen. Ja, das habe ich mir nicht so richtig getraut. Verdammt. Aber erstmal wieder schon die Ringe mitnehmen. Boah, hier kann man schon fast ein Leben bekommen, aber leider nur fast. So. Okay, noch ein bisschen weiter nach vorne. So, einen Ring habe ich dann schon mal. Und jetzt raus hier aus der Hölle. Ach, da ist noch so ein... ja, so ein Antrieb, den hätte ich noch mitnehmen sollen. Jetzt geht's auch. Aha. Auch geil. Du würdest einer Dame doch nicht wehtun, oder? Und da ist er auch schon. Obwohl, ich lasse dich mal ein bisschen machen. Ich glaube sogar, die könnte der einfachste Boss sein. Weil man kann die eigentlich sofort treffen. So, genau, damit hat sie jetzt, glaube ich, schon die erste Phase jetzt schon weg. Jetzt macht sie nämlich das hier, dieses, ja, diese Doppelspirale, so nenne ich das mal. Aber das ist auch so einfach, man kann jetzt einfach, so, weg ist sie. Das war der ganze Kampf. Das wollen wir ja sehen. Ich hab satt, deinen Kopf rumzuschleppen, Kumpel. Hier ist ein Schneeroboterkörper für dich. Nein, ich kann meine Beine nicht spüren. Natürlich. Deine Roboter sind der Inbegriff deiner Genialität, Dr. Eggman. Aber dabei
fällt mir was ein. Ich glaube, ich kann den Hexaglobus mit Hilfe von Schwerelosigkeit implodieren lassen. Wir könnten die Setti auf einen Streich zerstören. Ja, und alle anderen Lebewesen gleich mit. Hast du sie noch alle? Natürlich gäbe es Kollateralschäden. Kollateralschäden? Was bist du für ein Monster? Tails! Tut mir leid. Muss ein plötzlicher Wutanfall gewesen sein. War wohl keine gute Idee, den Dummkopf auf einen Kampfroboter zu setzen. Im Nachhinein muss ich dir zustimmen, Doc. Danke für deine Hilfe. Aber kannst du jetzt aufstehen? Ich versteh's nicht. Erst willst du uns alle platt machen und dann rettest du einen deiner Erzfeinde. Ich bin eben ein vielschichtiger Typ. Und du? Was sollte das, Tails? Du hättest dabei draufgehen können. Ich wollte nur helfen. Ja, armer Tails. Ja, man weiß auch nicht, aber Eggman macht auch irgendwie den Eindruck, dass der... Ja, dass er irgendwie nur das Vertrauen von Sonic will. Also so langsam... Es stimmt schon, die sind aufeinander angewiesen. Das stimmt schon. Also ich finde es auch richtig wert schon jetzt im Moment, weil Eggman kann jetzt auch gar nicht viel machen, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber es scheint echt so, als ob Eggman, falls er mal wieder in der Lage ist, was zu machen, dann vielleicht die dann... Ja, das Vertrauen dann doch irgendwie nutzen zu können. Wer weiß. Beziehungsweise, dass es Sonic an Tails weniger vertraut. Weil der wollte ja wirklich jetzt ja nur dem was Gutes tun, dem Roboter. Und hat zwar ein bisschen Mist gemacht, aber deswegen muss er den auch nicht direkt so fertig machen. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt den Silent Forest erreicht. Und den gucken wir uns jetzt auch mal direkt an. Sonic ist viel stärker, als ich dachte. Ja, er wäre ein hervorragender Sklave. Dr. Eggman hat uns beigebracht, wie man Roboter baut. Dann machen wir den Igel zum Roboter. Exzellenter Plan, Meister. Auf die Idee wärst du sicher auch selbst gekommen. Mit der Zeit. Die Zeit. Die rennt Sonic davon. Okay, also die haben immer noch nicht genug, die wollen uns immer noch weiterhin fertig machen. Denen reicht die Welt nicht, die wollen es auch noch... Ja, die wollen Sonic und Tails und Eggman noch sowas von fertig machen einfach. Ja gut, war Sonic als Roboter, das wäre auch dann Metal Sonic. So, von denen wissen die ja wahrscheinlich nichts. Metal Sonic ist ja auch schon eine lange Geschichte. Beziehungsweise der lebt ja noch, aber der hat, glaube ich, keine Macht mehr wirklich. Ach ja, ach genau, hier muss ich die ja treten. Genau, ich erinnere mich wieder. Ach genau, doch, das war so. Erst treten und dann auf die einen springen. So. Weil man sieht nämlich auch, die hinterlassen ja immer einen so einen Schmetterling und den muss man ja befreien. Der Metal Sonic, den gab es ja, ich glaube, das war Sonic CD, wo er seinen großen ersten Auftritt hatte. Dann kam er immer wieder mal so als kleine Rolle vor, so eigentlich so als Nebencharakter und so. Dass er den mal irgendwo mal spielen konnte, bei diesen Sonic Racing Spielen und sowas. Aber so richtig als Feind kam der, what the fuck? Aber dann so als richtig großer Feind praktisch kam er dann eigentlich, glaube ich, noch in Sonic Heroes dann vor. Ja, und da kann ich schon mal sagen, dass er richtig abgegangen. Achso, ich muss sie einmal antippen, okay. Schade, jetzt habe ich den Wisp jetzt leider nicht mitnehmen können. Aber dafür nehmen wir die Tiere hier mal alle mit. Und geht einfach mal weiter, aber ich sollte natürlich nicht in den Sumpf fallen, weil der nämlich giftig ist und gefährlich. Oh, ja. Obwohl, hier gab es doch diesen Wisp, oder? Ja. Yep. Dann nehmen wir den mal lieber. Ich glaube, mit dem kann man nämlich vieles abkürzen. Ah, der ist cool. Den mag ich. Den Adler. Den finde ich richtig episch. Ach, dann können wir den Speeds-Anschub noch machen. Aber ich hätte den nochmal... Ey!
Ach, ich sehe schon, als Kugel muss ich das da machen, aber im Sumpf kann man sich ja kaum bewegen. Und nicht nochmal, willst du mich nicht so blamieren, du komischer Maulwurf-Roboter. Aber den Wisp mag ich. Kann sogar mein Lieblingswisp vielleicht sein. Komm, verlängern. Nice. So, damit habe ich nämlich diesen nervigen Abschnitt übersprungen. Und komm zum nächsten nervigen Abschnitt bestimmt. So. Nein, nicht, also wenn die sich drehen, kann ich die eh nicht angreifen. Verstehe schon. Spaß. So. Dann macht mal hier die Blume wieder gut. Damit ich weiter kann. Und, ja, ich glaube, das war schön voll rein. Ich dachte, ich kann hinter dem Strahl noch herlaufen, aber ich wusste nicht, dass da so viele hintereinander sind. Und, boah, das kam jetzt unerwartet. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, wie Eggman am Anfang noch mit uns umgegangen ist, ne, bevor er, als er noch die Sette hier auf seiner Seite hatte, oder bevor wir auf diesem Planeten gelandet ist, wie er uns da fertig machen wollte, ne? Ja, also muss man gucken, also natürlich hasst er uns immer noch und er würde uns bei jeder Gelegenheit dann ein bisschen noch vernichten, aber ja, also ich frage, ob er das auch wirklich tun wird. Irgendwas stimmt nicht. Ha, die haben wir wohl übersehen. Sonic, das ist eine Falle! Tails, nein! Oh, diese gemeinen Fiesen! Tails hat sich für uns alle eingesetzt. Sorgen wir dafür, dass sein Opfer nicht umsonst war. Ich bin sonst immer der Schnellste. Aber ich war zu langsam, um meinen besten Freund zu retten. Oh, das ist hart. Und vor allem, wenn die ja Tails dann ja zu einem Roboter ja wahrscheinlich machen. Das ist auf jeden Fall hart und... Naja, und andererseits liegt den Sonic und Eggman ganz alleine und müssen es ja mit den Setti ja noch aufnehmen und man weiß ja immer noch nicht, ob man Eggman jetzt wirklich trauen soll oder ob er jetzt wirklich auch vorhat, jetzt in dem Moment jetzt mit uns zusammenzuarbeiten. Naja, aber ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann weiter mit der zweiten Zone des Silent Forests und dort sieht man auch schon einen neuen Wisp. Ich hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei und dann sag ich mal, bis dann!